Ja, einen schönen guten Abend zu Neises nach neun. 70% der Deutschen haben das Gefühl, nicht mehr sagen zu dürfen, was sie wollen. Diskurse werden verengt, Menschen mit bestimmten Meinungen in Kategorien gesteckt, von rechts wie von links. Es tobt ein radikaler Irrsinn in den sozialen Medien. Grenzwertige Verschwörungstheorien sind da zu finden, die zur Verdummung unserer Bevölkerung beitragen. Auch der politische Diskurs ist auf Abwägen. Die Kommunikation in den Parlamenten droht immer weiter zu verrohen, Beleidigungen und Entwertungen sind salonfähig. Die politischen Lager stehen sich immer unversöhnlicher gegenüber. Eine gespaltene Gesellschaft hat das Vertrauen in die Politik verloren. Die bürgerliche Mitte wendet sich immer weiter ab. Sind Meinungsfreiheit und Demokratie in Gefahr? Was tun gegen Populismus und wie können wir vor allem wieder besser miteinander reden? Darüber spreche ich gleich mit Professor Josef Lindner vom Lehrstuhl für Öffentliches Recht der Universität Augsburg, Anna von Treuenfels-Frohwein, FDP Hamburg, Kazi Mabashi, Organisator der Demonstrationen gegen Rechtsextremismus hier in Hamburg und für die SPD in der Bürgerschaft, sowie Dirk Nockemann, Landesvorsitzender der AfD. Annette Babel, eine Journalistin, Dozentin und Mitglied im Vorstand der Volkshochschule Hennstedt-Ülsburg. Und zugeschaltet aus den USA ist Silvi Branik, DDR-Dissidentin und Coach. Unsere Demokratie, sie scheint wirklich von allen Seiten zurzeit unter Beschuss zu sein. Die aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten dürften das Klima und die Gefahr antisemitischer Hetze von rechts wie von links und von islamistischer Seite weiter verschärfen. Der Staat versucht massiv nun die Entwicklung extremistischer Strömungen einzudämmen. Mit dem sogenannten Demokratiefördergesetz soll dem Extremismus begegnet werden. Ein 13-Punkte-Plan gegen Rechtsextremismus soll Juden und Menschen mit Migrationshintergrund schützen. Viele fürchten so das Ende der Meinungsfreiheit. Ja, Professor Lindner von der Uni Augsburg, ich grüße Sie recht herzlich. Herr Lindner, wenn wir momentan auf die aktuellen Entwicklungen schauen, von wo droht denn die größte Gefahr? Vom Rechtsextremismus, vom Islamismus oder vom Linksextremismus? Zunächst mal guten Abend, vielen Dank für die Einladung. Ja. Also ich würde mich dagegen sperren, hier eine Kategorisierung zu machen nach Platz 1 ist am gefährlichsten, Platz 2 wenigsten gefährlich. Jede Form des Extremismus hat ihre eigene Gefährlichkeit, die von rechts, links und auch gerade von Seiten des Islamismus. Also ich denke, wir müssen nach allen Seiten hin wachsam sein und nicht nur nach rechts schauen. Jetzt ist aber gerade, Nancy Faeser, der Rechtsextremismus das größte Anliegen. Es gibt einen 13-Punkte-Plan. Das Demokratiefördergesetz richtet sich ja auch so ein bisschen mehr nach rechts. Was glauben Sie, warum schaut man momentan mehr nach rechts? Und warum geht das sogar so weit, dass man von einer Delegitimierung spricht im letzten Verfassungsschutzbericht? Das ist ein Phänomen, das zieht man so ein bisschen unter die Strafbarkeit. Und was ist vor allen Dingen, wenn nachher solche Beobachtungsphänomene, wenn die nachher mal in falsche Hände geraten? Ja, das sind natürlich jetzt verschiedene Punkte. Also zunächst mal glaube ich, dass der Fokus nach rechts deswegen so stark gerichtet hat, weil wir hier natürlich auch entsprechende Vorkommnisse hatten. Wenn man an diese Gespräche da in Potsdam denken, das war ja so eine Art Initialzündung. Unabhängig davon, was da jetzt konkret gesprochen worden ist. Also ich denke, dass aufgrund dieser Ereignisse hier der Fokus auf rechts stärker gelegt wird. Eine andere Form ist das Problem, Frage der Delegitimierung. Das ist eine Erfindung von Herrn Haldenwang, die vom Verfassungsschutzrecht so nicht gedeckt ist. Also Herr Haldenwang hat mit dem Begriff der Delegitimierung eine Kategorie eingeführt, die im Grunde nicht deckungsgleich ist mit dem Verfassungsschutzgesetz. Das Problem an diesem Begriff ist, dass er sehr schwammig ist, dass man im Grunde jegliche auch überzeichnete polemische Kritik darunter fassen kann und sagen kann, also wer eine besonders pointierte Kritik am Staat übt, macht sich der Delegitimierung schuldig und wird deswegen gewissermaßen schon gespeichert in den
Dateien des Bundesamtes für Verfassungsschutzes. Ich darf erinnern, heute gab es eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, aktuell gerade veröffentlicht, in der das Bundesverfassungsgericht nochmal ganz klar gesagt hat, auch die überzogene Kritik am Staat, egal von welcher Seite, von rechts, von links, die polemische Kritik, die scharfe Kritik am Staat ist von der Meinungsfreiheit umfasst. Ganz klare Sache. Also hier ist das Bundesverfassungsgericht klar auf Linie und Herr Haldenwang und sein Bundesamt für Verfassungsschutz meines Erachtens doch jetzt etwas in der Defensive. Das heißt, die dürfen weiter die Menschen, die den Staat in Anführungsstrichen delegitimieren, also die harsche Kritik äußern, nicht weiter beobachten. Was passiert denn nun mit den 1400 Menschen, die im letzten Verfassungsschutzbericht stand drin beobachtet wurden? Also wir haben natürlich die Möglichkeit, das gerichtlich überprüfen zu lassen. Und wir haben ja momentan ein Verfahren vor dem Verwaltungsgericht Köln, wo der ehemalige Präsident, Herr Dr. Maaßen, ja gegen seine Speicherung im Verfassungsschutzamt klagt. Also da wird das Verwaltungsgericht Köln mal klares Bekenntnis aussprechen müssen. Kann ich als Bürger mich da auch informieren, wenn ich mich vielleicht als Journalist oder auch als Politiker geäußert habe? Also das ist eine ganz schwierige Sache, was den Verfassungsschutz angeht. Der Einzelne erfährt grundsätzlich nicht, ob und inwiefern er beobachtet wird. Er hat zwar die Möglichkeit, einen Auskunftsanspruch geltend zu machen. Dieser setzt aber voraus, dass der Einzelne begründet, warum er diesen Auskunftsanspruch will. Also er muss gewissermaßen sich selbst mal verdächtigen, um dann eine Auskunft zu bekommen. Das ist problematisch. Man kann nicht einfach einen Antrag auf Auskunft stellen, sondern muss sagen, warum man ihn will, warum man die Auskunft haben will. Also man muss sich im Prinzip erstmal selber anklagen, was ja schon per se sehr schwierig ist. Verdächtig machen, ja. Das heißt, unser Staat geht mittlerweile sehr, sehr weit. Jetzt hat Nancy Faeser das Demokratiefördergesetz versucht, sie durch den Bundestag zu bringen. Es gab mittlerweile eine erste Lesung. Zahlreiche Parteien wollen da nicht mitgehen. Die CDU sagt nein. Die FDP sagt nur mit Extremismusklausel. Die AfD ist gar nicht dafür zu haben. Erstens, was bedeutet das Demokratiefördergesetz? Was möchte man damit? Und zweitens, glauben Sie, ob das überhaupt durchgehen wird? Also mit dem Demokratiefördergesetz will man ja das, was man bisher schon macht, nämlich die Förderung zivilgesellschaftlichen Engagements durch finanzielle Mittel auf eine gesetzliche Basis stellen. Das ist zunächst mal nichts Schlechtes. Die Problematik liegt vor allen Dingen darin, dass der Staat mit dem Demokratiefördergesetz natürlich in die öffentliche Meinungsbildung steuernd eingreift. Das ist das erste Problem. Das zweite Problem ist, dass das Gesetz keinerlei Transparenz vorsieht. Also niemand erfährt, wer gefördert wird, für welche Projekte, mit welchen Mitteln, wie die geförderten Vereine beispielsweise mit Parteien in einem bestimmten organisatorischen oder personeller Verflechtung sind. Also wenn man das Demokratiefördergesetz einführen will, braucht es dringend eine Überarbeitung im Hinblick auf mehr Transparenz und im Hinblick auf mehr Objektivität. Und, jetzt gibt's und solange das nicht gewährleistet ist, würde ich sagen, kann das Gesetz nicht kommen. Was glauben Sie, Herr Professor, warum ist unser Land so gespalten? Warum stehen sich auch mittlerweile selbst die Politiker im Bundestag so aggressiv gegenüber? Also ich bin ja kein Soziologe, auch kein Psychologe, aber ich würde mal sagen, als Bürger, der diese Entwicklung beobachtet, würde ich schon sagen, dass die Corona-Politik hier unglaubliche Gräben aufgerissen hat zwischen den verschiedenen Lagern. Man muss ja überlegen, dass Leute, die sich auch kritisch gegenüber der Corona-Politik geäußert haben, sofort in einem Lager standen, als Querdenker bezeichnet wurden. Auf der anderen Seite ist übertrieben worden in der umgekehrten Richtung. Deswegen glaube ich, ist Corona die Ursache, die Hauptursache. Und deswegen denke ich, muss man hier auch noch mal aufarbeiten.
Jetzt gibt es ja in dem jetzigen Bundestag sehr, sehr viele Politiker, die sind über Liste reingekommen. In der Großen Koalition war das anders. Da waren sind die meisten Abgeordneten über Direktmandate reingekommen. Glauben Sie, dass die Politiker nicht mehr so recht das Ohr am Volk haben und dass wir dadurch auch viele Probleme in diesem Land haben? Also das würde ich gar nicht so sagen. Ich glaube auch, dass die Probleme natürlich komplexer geworden sind. Denken Sie an die ganze Klimaproblematik und gleichzeitig stärker in das Leben der Menschen eingreifen. Denken Sie ans Heizungsgesetz, denken Sie jetzt an die Ankündigung von möglichen Fahrverboten. Das greift stärker ins Leben ein und polarisiert deswegen stärker. Ich glaube nicht, dass die Politiker schlechter geworden sind oder weiter vom Volk weg. Das glaube ich gar nicht. Was glauben Sie denn, wie man das Volk wieder einen könnte, wie die gespaltene Gesellschaft zu überwinden wäre? Also ich denke, man müsste schon hier sich von politischer Seite einen psychologischen Sachverstand herbeiholen. Ich glaube schon, dass es viele Dinge gibt, die die Psychologen hier vielleicht aufarbeiten könnten und auch was die Rhetorik der Politik angeht, was Ankündigungen der Politik angeht, ob man da, bevor man irgendwas raushaut, gewissermaßen doch mal einen Psychologen fragt, können wir das so sagen, ist das sinnvoll oder spalten wir damit nur mehr? Also was macht das Ganze mit dem Volk? Herr Professor Lindner, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Zeit. Vielen Dank nach Augsburg. Bis dahin. Tschüss. Gerne. Auf Wiedersehen. Ja, psychologische Hilfe für die Politik. Wenn man manch eine Aussage hört in den Parlamenten und was sich manch ein Kommunalpolitiker oder auch Journalist zurzeit gefallen lassen muss, dann braucht er vielleicht psychologische Hilfe. Herr Abbaci. Ich kann mich erinnern, als ich jetzt hier gelesen habe, mich eingelesen habe in das ganze Thema, Sie bekamen eine E-Mail, da dran steht drin, verschwinden Sie, Sie, ich möchte es eigentlich gar nicht wiederholen, vielleicht sagen Sie selber nochmal, arabisches Schwein. So, mal erstens, dass Türken keine Araber sind, mal so ganz nebenbei, aber dieser Diskurs, dieser politische Diskurs ist so verroht mittlerweile. Was macht das mit Ihnen? Brauchen wir die Psychologen? Vielleicht. Aber noch wichtiger ist das, warum ist das so? Warum ist es gekommen? Genau, wir haben mit einer Polarisierung zu tun. Wir haben mit einer Spaltung der Gesellschaft auch zu tun. Das macht sich natürlich in der Politik, auch in den Parlamenten, sehr bemerkbar. Und da müssen sich die Parteien mal kritisch mal hinterfragen, welchen Beitrag sie denn dazu leisten. Und da möchte ich jetzt sagen, eine Partei, die ein verlängerter Arm des Rechtsextremismus ist, das ist auch belegt, schon an ihren Beitrag dazu geleistet hat und weiterhin leistet, erstens nicht nur unsere Demokratie grundsätzlich in Frage zu stellen, sondern sie tragen auch dazu bei, dass in den Parlamenten nicht immer sachlich, kontrovers diskutiert wird, sondern es wird polarisiert, es wird emotionalisiert und es werden auch bestimmte Gruppen stigmatisiert. Ja, und das ganze Schreiben war unterschrieben und deshalb haben wir Sie heute eingeladen, Herr Nockemann, mit viele Grüße von der AfD. Wir sehen eine Spaltung in diesem Land, seitdem die AfD im Bundestag ist. Wir sehen hier in der Bürgerschaft Diskussionen, die sind eigentlich unter der Menschenwürde. Warum polarisiert Ihre Partei so sehr? Und meine allererste Frage wäre eigentlich, distanzieren Sie sich von solchen Ausdrücken offenbar eines Parteimitgliedes? Also mit Verlaub, aber das, was Sie in den Raum stellen, dass das derartige Schreiben von der AfD kam, das empfinde ich wirklich als Hanebüchen. Nur weil irgendjemand ein Schreiben in die Welt setzt und mit AfD unterschreibt, das ist schon sehr anmaßend, muss ich sagen, dass Sie das hier der AfD zurechnen wollen. Aber so passiert Politik ja nun mal im Augenblick. Es war früher so, dass in den Parlamenten grundsätzlich Harmonie herrschte. Es gab doch kaum noch Unterschiede zwischen SPD, CDU, der FDP, den Grünen. Es war alles irgendwo links der Mitte beheimatet. Und dann gab es unsere Partei. Sie hat sich ja zunächst gegründet, auch wegen der Eurokritik. Und da hieß es dann, naja, ihr steht draußen, ihr seid außerhalb
und ihr seid nicht Teil dieser harmonischen Gemeinschaft. Okay, das ist jetzt wieder der Opfer, das ist jetzt wieder der AfD, das Opfernarrativ, da möchte ich jetzt nicht hin. Ich möchte als erstes mal von Ihnen wissen, distanzieren Sie sich davon, wenn ein Mensch, egal ob das jemand von Ihrer Partei ist oder ob das jemand im Namen der AfD schreibt, distanzieren Sie sich von einer solchen Ausdrucksweise, dass ein Kommunalpolitiker so betituliert wird und so ein Schreiben überhaupt erhält. Weil da könnten Sie ja ganz viel dafür tun, dass sowas künftig nicht mehr passiert. Sie könnten nämlich diese ganze Schar von rechtsextremistischen YouTubern und allem, könnten Sie, das hätten Sie in der Hand, Sie könnten die zurückpfeifen. Das ist ja sehr wunderbar. Wissen Sie, was mir widerfahren ist? Mir hat man schon zweimal die Scheiben eingeworfen. Das habe ich auch nicht an die große Glocke gehängt. Das ist von links gekommen, das ist bestimmt nicht irgendwo von rechts gekommen. Und Sie vollziehen wieder dieselbe Rollenverteilung wie üblich. Das heißt, hier sitzt jemand auf der Anklagebank, der im Prinzip noch kein einziges Mal in irgendeiner Form sich unflätig geäußert, überzogen geäußert hat. Was wir machen, das ist Reaktion auf die Ausgrenzung. Und das hat auch nichts mit Opfer zu tun. Jetzt, ich muss Sie da unterbrechen. Ich gebe dann mal an Frau von Treuenfels weiter. Auch Frau von Treuenfels hat Dinge erlebt oder erlebt hier immer wieder Dinge, die meiner Meinung nach nicht in der Kommunalpolitik gehen. Also zuerst mal ist es doch ganz einfach mal zu sagen, auch für Sie, das tut mir wahnsinnig leid, so eine Mail zu kriegen. Und wer sowas schreibt, der spinnt, sowas geht nicht, das verletzt, das tut man nicht. Es ist doch nicht so schwierig, sowas zu sagen. Und wenn man das schon mal nicht sagt, sondern erstmal sich wieder selber dahin manövriert, was alles passiert ist, sind wir doch genau da, wo wir eigentlich nicht sein wollen. Nummer eins. Nummer zwei, was mich auch stört, ist, dass Sie so Videos rumschicken, betitelt mit, eine FDP-Politikerin wird belehrt. Was soll das denn jetzt? Da habe ich dann irgendwas gesagt, ich glaube, es ging um afghanische Helfer, sowas war doch in der Bürgerschaft, hatten wir das Thema, ne? Die den Weg ja versprochen haben, dass wir sie hinterher auch einfliegen und rausholen, weil sie immer den Kopf hingehalten haben für die Bundesrepublik. Waren wir alle einverstanden, jeder, egal wer. Und da hatten sie es, glaube ich, zum Thema gemacht, darüber haben wir uns hinterher noch unterhalten. Da habe ich gesagt, was soll denn das? Dass sie gesagt haben, nee, also die brauchen wir jetzt hier nicht mehr. Also ich habe es verkürzt jetzt mal, sie können es besser sagen. Gut, so kam es aber halt rüber. Und da habe ich was dazu gesagt und da haben sie den Teil, den ich gesagt habe, in so ein Video reingepackt und das per YouTube rumgeschickt. Warum? Und sie machen es immer. Sie sagen in der letzten Bürgerschaft, sie wissen ja, dass das jetzt wieder auf YouTube gestellt wird. Also ob das irgendwie so die Bürger sollen mal informiert werden, was ihr hier so sagt. Die können das auch selber sehen. Doch, das können sie sehr wohl. Und die Art und Weise der Kommunikation ist immer so, als ob wir uns irgendwie mal ein bisschen benehmen müssen, sonst schickt die AfD das rum. Verstehe ich gar nicht. Wir haben doch irgendwie alle miteinander, bevor sie in der Bürgerschaft waren, also ihre Partei jetzt, ne? Haben wir uns auch gestritten. Und es war nicht langweilig. Wir haben uns sogar ziemlich gestritten. Also ich weiß, dass ich mit den Grünen auch ziemlich gestritten habe. Immer eigentlich über Schulpolitik. Mit der SPD weniger, mit den Grünen ein bisschen mehr. Mal mit den Linken, mal umgekehrt. Aber irgendwas hat sich da verändert. Und das ist wirklich so. Das können Sie mir glauben. Das ist so. Es hat sich im Ton etwas verändert, verschärft und einfach so was Negatives, Vibration gekriegt, dass ich da manchmal sitze und denke so, boah, bevor ich nach vorne gehe, schüttel ich mich erstmal ein bisschen und sage mir, okay, mach's jetzt einfach. Ja, lachen Sie drüber. Ich finde das schwierig. Ich finde das nicht so witzig, ehrlich gesagt. Ein bösartiges Lachen. Ne? Ach so. Ja. Ich sage es einfach mal, was ich denke. Ich habe da meine Antworten drauf, das wissen Sie auch. Aber Herr Noggemann, es ist doch allgemein, und das können Sie im Moment in jeder Zeitung lesen, die Gesellschaft ist zutiefst gespalten. Und Ihre Partei hat zumindest einen großen Anteil daran. Und diese Spaltung führt dazu, dass immer mehr Menschen krank werden, verunsichert sind, dass insgesamt das Leben nicht mehr schön ist in unserem Land. Und das geht mittlerweile bis in die Jugend hinein. Wenn wir uns auf Social Media umschauen, wenn ich sehe, was Ihre Partei da zum Teil jungen Menschen suggeriert, dann ist es höchste Zeit, dass wir eben einen 13-Punkte-Plan gegen Rechtsextremismus, wie von Frau Faeser, oder eben ein Demokratiefördergesetz brauchen. Und deshalb wäre jetzt meine Frage, gehen wir zum Demokratiefördergesetz, kommen wir jetzt erstmal von der Diskussion, wie reden wir miteinander, da kommen wir nachher nochmal hin. Demokratiefördergesetz, die FDP will da nicht mitmachen, wenn nur unter Vorbehalt, Extremismusklausel. Warum ist es, die CDU will es übrigens auch nicht, AfD ist da gar nicht dabei, in einer Zeit, wo es wirklich nicht mehr gut steht um unsere Demokratie, warum macht ihr da nicht mit? Also, dass es nicht gut steht um unsere Demokratie, würde ich ehrlich gesagt so gar nicht unbedingt noch, das unterstreiche ich gar nicht, weil ich finde,
wir müssen darauf achten, dass es gut steht in unserer Demokratie. Die Menschen denken das. Und solange sie das denken und je mehr sie es denken, desto mehr wird es auch kommen. Deswegen unterstreiche ich das schon nicht. Wir müssen sie viel mehr verteidigen als früher. Das sage ich aber auch schon seit Ewigkeiten, sogar schon bevor die AfD hier rangekommen ist. Du wirst dich erinnern, ich mache das immer wieder, weil ich das finde, alles, was einem sicher erscheint, sollte man trotzdem verteidigen. Ich finde aber nicht, dass es dafür so ein Gesetz braucht, insbesondere weil dieses Gesetz mir viel zu unbestimmt ist. Die Empfänger dieser Zuwendung sind nicht richtig klar. Wer ist es eigentlich? Welche Ziele sollen sie eigentlich wirklich verfolgen? Das Ziel Vielfalt ist für mich zu weit gefasst. Das sind alles Dinge, finde ich, die mir zumindest zu unbestimmt sind. Mit anderen Worten, kurz gesagt, was vielleicht gut gemacht gemeint ist, ist noch nicht gut gemacht. Und da muss dringend nachgebessert werden. Ob jetzt eine Extremismusklausel da Abhilfe verschafft, das ist, glaube ich, irgendwie, das wird auch einfach unterschrieben. Da bin ich mir gar nicht sicher. Ich finde, Demokratie braucht demokratische Menschen, braucht zum Beispiel in der Schulbildung, da muss das eigentlich anfangen. Das muss viel mehr in die Schulen getragen werden. Da würde ich die politische Bildung, da würde ich meinen Schwerpunkt setzen. Nicht aber ein Gesetz zu machen, wo sehr unklar ist, wer der Empfänger ist, sehr unklar ist, was wirklich das Ziel ist. Plus auch ein bisschen, wenn man das wirklich gegen rechts, und ich möchte mal sagen, dass ich auch den Unterschied zwischen rechts und rechtsextrem mal sagen möchte, weil sonst kommt das ganz schnell, dass da plötzlich auch so konservative Meinungen runtergefasst werden. Das ist nämlich auch noch ein Problem. Aber die AfD gilt halt als in Teilen rechtsextrem. Und gut, deshalb genau. Also ich möchte wissen, wovon wir hier sprechen. Und ich bin sehr dafür, dass die Ränder ausgedünnt werden müssen, bekämpft werden müssen und dass die Menschen, unsere Wähler, die Bürger und alle wieder Spaß an der Politik haben und in die Mitte zurückkommen sollten. Da würde ich Sie sehr drüber auffordern. Ich glaube nicht, dass man es durch ein Gesetz schafft. Wären Sie denn dabei, wenn nachgebessert würde, wenn es eine Extremismusklausel gäbe? Also mir reicht eine Extremismusklausel da nicht. Sondern ich habe ja gerade gesagt, das ist mir zu unbestimmt. Erstmal ist ja gar nicht sicher, ob der Bund überhaupt zuständig ist, ob die Gesetzgebungskompetenz beim Bund liegt. In den Ländern gibt es die Projekte ja so schon. So ist das, ja. Genau. Zweitens finde ich die Auswahl der Empfänger noch nicht gesichert. Also mir ist das zu unbestimmt. Ich finde, das ist so ein Gesetz, was sich mit einer richtigen Intention beschäftigt. Dazu stehe ich, das finde ich auch richtig. Aber so wie es ausgestaltet ist, ist mir das zu unbestimmt. Und da sind eben die Einfallstore, dass gesagt wird, das ist ja natürlich wieder nur, die Ampel will sich da ihre Schröpfchen sichern und sagen, also die, die wir auswählen, das sind die richtigen. Das Einfallstor ist da schon mitgeliefert. Und deswegen würde ich sagen, nee, das muss wirklich sehr viel bestimmter gefasst werden und dann kann man drüber reden. Herr Abatschi, wären Sie bereit, danach zu bessern? Glauben Sie auch, dass es wichtig wäre? Das wird innerhalb der Koalition auf der Bundesebene ausgehandelt. Es ist in der Tat so, wie Sie auch gesagt haben, Demokratie ist nicht selbstverständlich, sondern Demokratie muss jeden Tag erkämpft werden, insbesondere zurzeit gegen Rechtsextremismus, aber nicht nur gegen Rechtsextremismus, sondern auch Islamismus und andere gruppenbezogene Menschenfeindlichkeiten sind in der Tat ein Problem. Demokratie braucht Demokratinnen und Demokraten. Unsere Stadt, unser Hamburg hat gezeigt, dass viele Menschen aufgestanden sind und für die Demokratie sich stark gemacht haben. Das ist auch gut so, das Sie ist richtig die, so. Vielleicht sagen wir das nochmal für alle die, die uns bundesweit hier zugucken. Sie waren einer, der die Demonstrationen gegen Rechtsextremismus hier organisiert hat. Ich habe das auch mitorganisiert und das war gut so. Fast jede zehnte Hamburger und Hamburger ist aufgestanden gegen Rechtsextremismus und neonazistische Netzwerke. Eine Partei hat sich ja angesprochen gefühlt. Demokratie braucht Demokratinnen und Demokraten, aber wir brauchen auch Maßnahmen, zusätzliche Maßnahmen, dass damit dieses zivilgesellschaftliche Engagement weiter auch gestärkt, auch weiterentwickelt wird. Und insofern, ich bin auch für Demokratiefördergesetz. Was Thema Extremismusklausel angeht, es ist ein Antragsverfahren. Sie als Zuwendungsempfänger stellen einen Antrag und im Rahmen dieses Antragsverfahrens wird geprüft, ob das Projekt überhaupt passt vom Zielen her und ob der Zuwendungsempfänger auch auf der Grundlage unseres Grundgesetzes sich bewegt. Und wenn der Zuwendungsbescheid kommt, dann ist es auch ein Begleitschreiben dabei. Aus diesem Begleitschreiben geht eindeutig hervor, dass damit auf der Grundlage des Grundgesetzes die Maßnahme geführt werden kann. Und dieses Begleitschreiben ist Teil des Zuwendungsbescheides und damit auch rechtlich verbindlich. Deshalb braucht man nicht nochmal zusätzliche Extremismusklausel. Zweitens auch rechtlich umstritten. Das kann sowas nicht standhaben bei den Gerichten. Stellen Sie sich mal vor,
Im Bereich der Agrarförderung, da gibt es auch viele, die Förderung bekommen. Im Bereich der Arbeitsmarktförderung, da kriegen auch viele Träger. Ja. Da wird nicht von denen eine Extremismusklausel verlangt. Und insofern, das ist schwierig, so eine Extremismusklausel. Und was Transparenz angeht, das ist transparent. Man kann ja auch rechtlich, es gibt ja Transparenzregister, wer von der Stadt Geld bekommt, das muss eindeutig sichtbar, bekanntbar und auch veröffentlicht werden, um wen es sich handelt. Und insofern für unser Engagement, gerade wir haben ja von der Spaltung der Gesellschaft gesprochen, da brauchen wir jede zusätzliche Aktivität, um unsere Gesellschaft wieder zusammenzuführen, unseren Zusammenhalt auch zu stärken. Deshalb bin ich für Demokratiefördergesetz, um die Träger auch eine Planungssicherheit zu geben, dass sie nicht jedes Jahr gucken, ob das weitergeht oder nicht weitergeht. Diese vertrauensvolle, auf Augenhöhe praktizierende Arbeit, die wir ja seit Jahren in diesem Land, in dieser Stadt machen. Wir wollen ja diese vertrauensvolle Arbeit auch zusammen weiterhin fortführen. Das ist alles verständlich, das ist logisch. Jetzt gibt es das Ganze aber schon, nämlich auf Landesebene. Und wie gesagt, in Rheinland-Pfalz, da steht auch groß eine Extremismusklausel in Anführungsstrichen drin, nämlich genau das, was Sie gesagt haben, wenn man Gelder vom Land bekommt, dann muss man sich eben zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennen. Das gibt es schon. Warum das Ganze also nochmal auf Bundesebene? Und da wird ja der SPD oder auch den Grünen vorgeworfen, dass man da so ein bisschen durch die Hintertür versucht, Klientelpolitik zu betreiben. Nein, das sehe ich nicht so. Wir brauchen deshalb auch eine Bundesregelung, weil wir vom Bund auch Geld haben möchten. Die Länder alleine haben ja nicht so viel diese Ressourcen, um diese Maßnahmen fortzuführen. Wenn man vom Bund Geld haben möchte, das muss auf eine gesetzliche Grundlage passieren. Und deshalb brauchen wir auf der Bundesebene so ein Gesetz. Und die Expertenanhörung, die beim Bundestag gegeben hat, viele Experten haben sich für dieses Gesetz ausgesprochen. Jetzt haben Sie eben gesagt, ich gehe jetzt trotzdem zu Herrn Noggemann und werde mit ihm darüber sprechen. Sie haben eben gesagt, Sie wollen nicht mit einem Nicht-Demokraten über ein Demokratiefördergesetz sprechen. Ich möchte trotzdem mal die Position der AfD hören. Warum wehren Sie sich so gegen dieses Gesetz? Weil es geht ja auch gegen Linksextremismus und Islamismus und das ist ja Ihr Feind. Also mit Verlaub, zunächst einmal stimmt natürlich Ihr Grundnarrativ nicht, was Sie in den Raum gestellt haben. Die Gesellschaft sei gespalten, weil die AfD über Social Media arbeitet. Die Gesellschaft war schon lange Jahrzehnte gespalten in diejenigen, die mitgenommen werden, die wenigen von der Regierung und die anderen, die keine Stimme haben. Und wir haben den anderen eine Stimme gegeben, denen, die bisher immer ein Nachteil gewesen sind. Und deswegen kommt nun der Eindruck, hier sei eine Spaltung vor. Herr Noggemann, ich muss wirklich jetzt mal dazwischen gehen, weil Sie immer dieses Opfernarrativ bringen, weil Sie immer in jeder Talkshow, egal wer von Ihnen da sitzt, es ist immer das Gleiche. Mittlerweile weiß der Zuschauer das doch. Versuchen Sie doch mal davon wegzukommen. Versuchen Sie doch mal dabei zu bleiben, dass Sie einfach faktenbasiert argumentieren. Natürlich wissen wir, dass seit 2015, dass wir eine langsame Gespaltung der Gesellschaft bekommen haben. Natürlich. Natürlich wissen wir, dass es auch nicht nur die AfD ist. Aber Herr Noggemann, diese Opfermentalität. Ach, das können Sie mir doch nicht unterstellen. Das Opfernarrativ, das ist... Frau, ich bin jetzt seit über 30 Jahren in der Politik. Ich habe mich noch nie als Opfer gefühlt. Ich spüre manchmal Entgegnungen und Angriffe, gegen die ich mich zur Wehr setze. Das gehört zur Politik und das sehe ich nicht als Opfermentalität. Und Herr Batschi, wenn Sie sagen, im Bereich der Agrarförderung unterscheidet man ja auch nicht zwischen Extremisten und so. Ja, das ist ein völlig fehlgeleitetes Beispiel, nicht? Im Bereich der Agrarförderung haben Sie auch nichts mit Demokratie zu tun. Sie wollen hier gemeinsam mit den Grünen, gemeinsam mit der FDP eine Regelung haben, wo Sie gewisse Organisationen, denn die FDP ist ja auch mit in der Ampel, wo Sie gewisse Organisationen fördern mit ganz viel Geld, mit Hunderten von Millionen Euro, die Politik machen. Sie wissen, dass Amtsträger neutral sein müssen. Weil das so ist und weil wir ansonsten vor Gericht gehen, schaffen Sie sich Ihre linken bis linksextremen Vorfeldorganisationen, die Sie finanzieren, die für Sie bitte nicht dazwischen sprechen. Bitte nicht dazwischen sprechen. Sie schaffen also Ihre linken bis linksextremen Organisationen, die für Sie ins Feld gehen und sozusagen die Schmutzarbeit machen. Sie brauchen das nicht. Und deswegen, um auf Ihre Frage zu antworten, deswegen sind wir gegen dieses Gesetz. Aber wenn wir jetzt daran nacharbeiten und es gibt eine Transparenz da drin und die Gelder werden sowohl bürgerlich als auch
nicht rechtsextrem, sondern bürgerlich, als auch links verteilt. Wo wäre denn da das Problem? Also ich sehe überhaupt kein Problem, wenn man aktiv gegen jede Form von Extremismus vorgeht. Das ist völlig egal, ob das Linksextremismus ist, ob das damals bei G20 der Fall war, wo die Linksextremen die halbe Stadt zerlegt haben, ob es gegen religiösen Extremismus geht oder auch gegen Rechtsextremismus. Und Sie sagten gerade, die AfD sei rechtsextrem, dann verbesserten Sie es in Teilen, sagten Sie das. In der Tat, es sind drei Bundesländer, die haben dieses Stigma durch den dortigen Verfassungsschutz. Aber es sind 13 andere Bundesländer, die haben das nicht. Und ich sage mal, die Hamburger AfD, die nordrhein-westfälische AfD, eine riesengroße Parteiorganisation, die ist noch nicht mal Beobachtungsobjekt seitens der Landesämter für Verfassungsschutz. Also ich bitte da wirklich, verhältnismäßige Formulierungen beizubehalten. Lassen Sie uns jetzt mal diese ganzen Politikfelder außen vor lassen. Letztendlich geht es aber darum, dass Ihre Partei immer wieder Menschen, die Ihnen nicht in den Kram passen, denunziert. Seien es Journalisten, seien es Lokalpolitiker, sei es mittlerweile auch auf Bundesebene. Und damit sind wir in dieser Gesellschaft in einer so tiefen Spaltung angekommen, dass wir einen Punkt setzen müssen. Weil durch diese ganzen populistischen Aussagen, dieses Vereinfachen dieser hochkomplexen Themen, die wir mittlerweile in dieser Gesellschaft haben, die nicht mit einer plakativen Aussage zu lösen, zu beantworten sind. Das erzürnt die Menschen, es macht den Menschen Angst. Und das führt dazu, dass Menschen krank werden. Da kommt innerlich immer ein absoluter Adrenalinstoß. Und ich habe aus diesem Grund heute eine Yogalehrerin eingeladen in diese Sendung. Das mögen Sie jetzt vielleicht darüber lachen, aber eine Yogalehrerin weiß, was das mit einem Menschen macht. Und vor allen Dingen, ich habe Frau Babel hier heute eingeladen, weil sie während der Corona-Zeit eine Gruppe geleitet hat, 2 Jahre lang in der Volkshochschule und hatte dort vom Corona-Gegner über den Impfgegner, über den ich trage 3 Masken auf einmal, Menschen in der Gruppe. Und sie hat das so lösungsorientiert gelöst, so friedlich gelöst, dass sie heute deshalb in den Vorstand der Volkshochschule berufen wurde. Und ich fand das einfach ein Beispiel, wie man das schaffen kann, wie man in der Politik vielleicht auch miteinander umgehen könnte. Und wir sind ja heute hier, um Lösungen zu suchen. Und deshalb, Frau Babel, wie haben Sie das damals hinbekommen? Also erstmal gut dargestellt. Also es war tatsächlich eine sehr spannende, herausfordernde Zeit, sowieso für uns alle, das ist ja gar keine Frage. Und in dieser Gruppe, in dieser 2-jährigen Ausbildung zur Zertifizierung oder zur zertifizierten Yogalehrerin, Yogalehrer, gab es wirklich die ganze Bandbreite von Bewertungen und Meinungen der Corona-Pandemie, der Politik, alles dabei. Und dann haben wir als Team, also einmal als Team beschlossen, wie gehen wir damit um. Es liegt aber auch ein bisschen in der Sache, wenn man eben Yoga oder das ist ja immer auch eine Art Persönlichkeitsbildung, Mentaltraining. Wie gehen wir damit um, diese verschiedenen Meinungen oder auch Ansätze zu vereinen? Erstmal haben wir gesagt, okay, unten drunter liegen so Grunddinge, nämlich Angst, Überforderung, höchster Stress, ja. Und jeder und jede will gesehen werden, gehört werden und wahrgenommen werden. Das ist, was gerade auch in unserer Gesellschaft ganz passiert. Ganz genau, das ist ganz genau das. Und man kann es natürlich nicht 1:1 in die Politik übertragen. Mir ist völlig klar, dass in der Politik Überspitzung, Konflikt, hitzige Debatten dazugehören. Das ist so, das geht nicht. Das kann nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen sein. Aber wenn man diese Herzensbildung, nenne ich das jetzt mal so, es ist nicht romantisch gemeint, sondern einfach eine Art, einem Menschen zu begegnen, ohne ihn zu bewerten oder dieses wertfreie Begegnen von einem Menschen, dass man ihn nicht wegen seiner Meinung abkanzelt, entmenschlicht, runtermacht, dann haben wir schon ganz viel gewonnen. Denn vermeintlich ist ja Häme oder beißender Spott oder Sarkasmus ist Stärke. Dominanz ist aber das Gegenteil aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung, sondern Freundlichkeit, das ist die Superpower, das ist Stärke. Und eben wenn ich bei mir selber bin, gesammelt,
stark, dann kann ich eben meine Argumente und das, was ich erreichen will, auch viel besser rüberbringen. Und nicht meine Energie verschleudern, indem ich andere Menschen runtermache. Und das macht ja auch was mit dem Körper. Diese populistische Hetze, all das, was wir zurzeit erleben, und im Übrigen nicht nur von rechtsextremistischer Seite, sondern das kommt ja wirklich von mehreren Seiten, das macht was mit uns Menschen und das macht sehr, sehr viele Menschen krank. Vielleicht als Yoga-Lehrerin wissen Sie, was das rein physiologisch in unserem Körper mit uns macht. Vielleicht erklären Sie das mal. Unter Stress schütten wir natürlich eine Vielzahl von Stresshormonen aus. Die sind verantwortlich für Bluthochdruck, für alle möglichen Krankheiten und hindern uns auch daran, wirklich klar zu sein. Ja? Und wir reagieren dann immer nur noch so aus dem Affekt raus sozusagen. Ja? Also Populismus ist im Prinzip auch ein volkswirtschaftlicher Kostenfaktor, absolut, wenn man das so absolut sieht, weil absolut es die Menschen krank macht, mhm, und dann die Kosten nachher in unserem Gesundheitssystem, mhm, hochtreibt. Und ich glaube, da denkt momentan keiner dran. Ich glaube, dass das die Politik noch gar nicht so auf der Pfanne hat, was das bedeutet, was wir zurzeit in unserer Gesellschaft miteinander machen. Das glaube ich doch, ehrlich gesagt. Wir erleben es ja auch selber. Das ist ja, ich finde, so den Unterschied immer zwischen Politik und normalen Menschen zu machen, ein bisschen schwierig, weil wir sind auch normale Menschen. Genau. Zum Beispiel liebe auch Yoga. Manchmal, Frau von Treuenfels, hat man den Eindruck, wenn man euch sieht, mhm, nicht Sie jetzt persönlich, mhm, auch ja, Sie jetzt nicht persönlich, sondern wenn man manche Politiker sieht, wie sie miteinander umgehen oder wie in manchen Parteien, und damit meine ich jetzt nicht die AfD, sondern auch demokratische Parteien, mhm, wie die miteinander umgehen. Das hat nichts mit Freundlichkeit zu tun. Das hat nichts. Genau. Das ist ein Haifischbecken, die Politik. Ja. Und wenn die Politik uns das vorlebt, wie soll sich denn die restliche Gesellschaft darauf weiter orientieren? Das heißt, Sie müssen doch alle als Politiker als gutes Vorbild vorangehen, weil wenn ich meinem Politiker nicht mehr als Vorbild habe und dem nicht mehr vertrauen kann, wo ich weiß, Politiker sind geschulte Menschen, das sind Kommunikatoren, die haben Trainings, die wissen ganz genau, also ich sag mal, achtsames Sprechen, Anstand in der Kommunikation, das wäre trainierbar. Da finde ich und zwei Sachen, Entschuldigung, passiert es nicht. Da zwei Sachen, die ich gerne dazu sagen würde. Erstmal, was die Parteien angeht, durch die Bank weg, Haken. Da bin ich ganz bei Ihnen. Zweitens möchte ich aber trotzdem noch mal sagen, dass es nicht so ist, dass wir das nicht auf der Pfanne haben, weil wir es ja selber auch erleben. Und es macht ja auch mit uns was. Es ist ja nicht so, dass wir hier die Eurofighter sind, nach außen immer nur hart so, ne? Und ganz egal, und dann irgendwie so zu Hause sitzen und dann wieder losgehen. So ist es ja nicht. Das ist ja schon, also ist uns mir jedenfalls auch sehr gegenwärtig. Das Zweite ist, die Frage ist, ob wir Vorbilder wirklich sind für die Bürger. Das würde ich, sollte man diskutieren. Ich würde es hoffen, ja, aber das muss man diskutieren. Das Dritte halte ich für ein großes Problem. Alles, was so antrainiert ist, finde ich ja so schwierig in der Kommunikation zwischen Bürgern und Politikern. Je mehr da antrainiert ist, im Sinne von, ich gebe so runde, gute Statements ab, die sich so toll und politisch anhören, desto weniger glaube ich, dass Bürger einem überhaupt vertrauen. Also als ich noch nicht in der Politik war, hat mich das am allermeisten genervt, wenn ich diese Fragen gehört von Journalisten, die einfach gute, fundierte Fragen gestellt haben. Und dann kamen da so 6,5 Ausweichantworten, alle nett formuliert, super rhetorisches Training, aber hätte man auch genauso gut lassen können. Eben einfach keine Antwort. Mhm. Und ich glaube, dass Bürger sehr wohl auch aushalten, wenn man ihnen, also ich mache das auch in Veranstaltungen, auch klar sagt, was man denkt. Und das ist eine viel bessere und einfachere Kommunikation, als wenn es, ich störte mich so ein bisschen an dem antrainiert. Mhm. Was aber nicht heißt, dass man nicht auch trainieren muss, dass man erstmal nur mal nachdenkt, bevor man redet vielleicht oder so. Genau, das ist aber ja eigentlich, dass man schon auch sagen können muss, was man denkt. Aber das würde ich schon gut ganz finden. Entschuldigung, ich will nicht ins Wort fallen, aber ich bin ja seit meinem 16. Lebensjahr in der Politik und Sie wissen, dass ich ursprünglich... Und im Übrigen in fast allen Parteien gewesen. Ja, ich war ursprünglich bei den Jungsozialisten, bei der SPD haben Sie angefangen. Weil mein Herz links geschlagen hat. Ja. Aber im Nachhinein habe ich festgestellt, dass der Sozialismus eben nicht taugt. Ja. Und ich kann nicht sagen, dass ich irgendwie von der Politik jetzt einseitig extrem irgendwo geprägt bin
und nicht mehr meinen wahren Charakter nach draußen bringen lasse. Sie haben sich 2018 aber mit Rechtsextremisten getroffen im Gewölbekeller des Rathauses. Ja, genau. Mitten, und dadurch haben Sie... Mitten im Rathaus. Lassen Sie mich bitte meinen Satz gerade auch ausführen. Haben Sie dieses Label eben auch bekommen. Ja, und das muss man wissen als AfD-Politiker, mit wem man sich in dieser Partei trifft. Entschuldigung, das ist doch Unsinn. Ich gehe immer nach den Bürgerschaftssitzungen gehe ich in den Ratskeller. Zumindest habe ich das damals die ersten 4 Jahre gemacht. Wenn Bürgerschaftssitzungen zu Ende sind, gehe ich in den Ratskeller. Da werde ich sehr häufig von allen möglichen Personen angesprochen, die mich kennen. Und das war damals genau das Gleiche. Da saß eine Gruppe an einem Tisch. Ich wollte noch so eine Art Feierabendbier trinken. Die haben gesagt, ha, Nockemann, komm mal bitte her. So, die Leute sehen Sie ja von Anfang an. Die wissen ja alles gar nicht, wer da so sitzt. Das ist ja da auch ein bisschen dunkel. Dann setzen Sie sich halt dahin und reden mit den Leuten. Oder soll ich einfach so sagen, als Abgeordneter, liebe Bevölkerung, ihr interessiert mich nicht. Nochmal zu Ihrer Ausgangsposition. Sie sagten, wir wollen doch alle mal freundlich miteinander sein. Bin ich sehr dafür, kann ich auch. Wenn aber hier schon das Narrativ gestellt wird, die AfD ist nicht nur eine extremistische oder in Teilen extremistische Partei, sondern wie Sie das gerade wirklich mit einer gewissen Exzellenz gemacht haben, sogar sagen, jetzt ist die AfD sogar Veranlasser dafür, dass die Bevölkerung gespalten und krank wird. Das sagten Sie, die Bevölkerung wird jetzt krank. Moment, ich habe gesagt, der Populismus, ja, der in der, natürlich, der ist, der natürlich. Populismus, der ist, kommt von links genauso wie von rechts. Gut, also ich, da ich machen weise, wir jetzt. Ich weise es erstmal zurück, so, dass jetzt die AfD auch noch schuld daran ist, dass die Bevölkerung krank wird. Ich bin ja ganz offen hier reingegangen. Ja, und ich war auch bereit, wirklich völlig emotionslos zu debattieren. Das tue ich ja jetzt weitestgehend auch. Aber meine ersten Vorredner, die hatten bereits so dieses Abwehrende, dieses so, das ist eine rechtsextremistische Partei, nicht wahr, Herr Abaci? So, und dann sind Sie natürlich jetzt nicht mehr der liebe Mensch, der da am Tisch sitzt und das alles nur aufnimmt, sondern da versuchen Sie oder da bringen Sie natürlich auch Argumente dagegen an. Und jedes Gegenargument, das ist nach Ihrer Auffassung so, schon so eine Art, irgendwas zu spalten und die Harmonie aufzulösen. Dagegen wehre ich mich. Wir sind diejenigen, die von Anfang an angegangen worden sind. Und auf eine Reaktion folgt in der Regel immer eine bestimmte Gegenreaktion. Die darf nicht übermäßig sein, die muss angemessen und verhältnismäßig sein. Und dafür stehe ich auch. Aber ich glaube, da machen Sie sich ein bisschen zu einfach, Herr Nockemann, Herr Abaci. Weder die AfD noch eine andere Partei ist alleine verantwortlich, dass die Gesellschaft so ist, wie sie ist. Erstens, die Gesellschaft ist immer noch eine demokratische und gute Gesellschaft. Gott sei Dank, ich möchte nicht schlecht reden. Wir haben aber Probleme, wir haben auch Themen, die wir offen ansprechen sollten. Wir haben auch eine Angstsituation. Und Sie schüren die Angst. Die Angst haben Sie nicht erfunden. Ja. Aber Sie schüren die Angst. Ich kann Ihnen ein Beispiel geben. Herr Nockermann. Herr Nockermann. Angst vor Arbeitsplatz. Ja, vor aber Sie schüren die Angst. Vollbeschäftigung. Wir haben die erste Rezession bei Vollbeschäftigung. Da verliert doch keiner einen Arbeitsplatz. Herr Nockermann, ich bitte Sie. Unternehmen gerade abwandern. Bosch, Miele, BASF. Ein Beispiel, Herr Nockermann. Sie haben ja die Unruhen in Frankreich instrumentalisiert und in der hamburgischen Bürgerschaft in der Aktuellen Stunde thematisiert, nach dem Motto, jetzt werden die Unruhen von Frankreich auch auf Hamburg zu kommen. Was machen Sie damit? Damit schüren Sie doch die Angst. Wir müssen verhindern, dass das kommt. Ja, aber Sie schüren doch die Angst. Erstens, die Verhältnisse sind miteinander nicht vergleichbar. Erstens das. Und zweitens, auch wenn migrantische junge Männer kriminell sind, sind sie auch. Es gibt nicht alle, aber ein Teil sind sie auch kriminell, das nenne ich auch. Damit müssen wir uns auch auseinandersetzen. Aber es sind nicht alle Migranten kriminell. Also, das haben Sie doch gesagt. Immer wieder in der Bürgerschaft können wir reingucken. Faktencheck machen Sie nicht, aber parlamentarische Datenbank, da kann man gucken. Das machen Sie immer wieder. Es ist ja so, in Thüringen habe ich angesprochen, 20-30% sind die AfD-Wähler und Wähler. Aber alle Thüringer sind keine Rechtsextremisten. Sie pauschalieren, sie schüren die Angst und sie bei jedem Thema, Wohnungsthema, Schulthema, Kriminalität, sogar beim Klimathema, haben sie immer eine Antwort dafür. Die Zuwanderer und die Flüchtlinge. Was macht das mit dieser Gesellschaft? Der Seehofer hat mal gesagt, die Migrationswelle, die wir damals hatten, ist die Mutter aller Probleme.
Also dann doch. Also, Sie haben jetzt gerade nur jemand das Argument untergeschoben, aber ja genau, das machen Sie ja doch. Gucken sich die neue polizeiliche Kriminalitätsstatistik an. Wer ist dafür? Gucken sich den Wohnraummangel an. Hätten wir den, wenn wir nicht millionenfache Zuwanderung hätten? Ich will Ihnen das einfach nur mal vorhalten. Herr Noggemann, wie gesagt, Thema ist heute, wie reden wir miteinander? Wir können ganz viele Politikfelder uns jetzt angucken, die Zeit haben wir nicht. Ich möchte noch mal bei dem Thema Angst bleiben und da möchte ich jetzt mal Silvi Praning mit in die Runde nehmen. Sie sollte eigentlich auch heute hier dabei sein, ist aber zugeschaltet aus den USA, weil sie im Urlaub ist. Sie ist in der DDR groß geworden. Sie war Staatsfeindin, Dissidentin. Und wenn Sie, Frau Praning, wenn Sie zurzeit auf das Land, auf Deutschland gucken, Sie leben ja in der Schweiz, was passiert innerlich bei Ihnen, wenn Sie hören, unsere Meinungsfreiheit ist bedroht, wenn Sie ja, sehen, was populistisch geäußert wird bei uns, wenn Sie von der AfD hören, ja, wir haben immer mehr, laufen wir Richtung DDR-Verhältnisse. Was sagen Sie dazu? Ja, ich finde, das ist von oben betrachtet nicht ganz so. Das ist so ein bisschen Jammern auf hohem Niveau. In der Ex-DDR, also in dem Land, wo ich gelebt habe, hatte man keine Meinungsfreiheit. Und man wurde stark bestraft, wenn man seine Meinung sagte, die nicht im politischen Sinne war, obwohl sie dem Wohl der Menschen im Allgemeinen gedient hätte. Darum geht es für mich auch, dass man Akzeptanz hat in der Meinungsfreiheit, respektiert wird in der Meinungsfreiheit, sowohl ist, solange es zum Wohl der Menschen ist. Uns wurde angedroht, wenn wir nicht in der gleichen politischen Meinung waren, weil wir diese Freiheit eben nicht hatten, andere Meinungen zu äußern, dass wir ins Gefängnis kommen konnten zu menschenunwürdigen politischen Bedingungen. Oder mir persönlich als alleinerziehende Krankenschwester damals, dass das Kind ins Heim steckte, weil ich nicht, sagen wir mal, sozialistisch nicht berechtigt war für die Erziehung. Oder dass man den Job verloren hat, wenn man in einem pädagogischen Job war, beziehungsweise wurde man respektiert, man wurde zugewiesen und total kontrolliert. So ist es auch in meinem Fall gewesen. Ich durfte nicht arbeiten, wo ich wollte, wurde in eine Institution gesteckt, wo die Stasi ein- und ausgegangen ist. Und ich war voll unter Beobachtung, musste ständig überlegen, wann, wo ich was, zu wem sage. Jeder Dritte hat der Stasi-Information zugetragen und das hatte dann Konsequenzen. Und das ist für mich auch die Geschichte in der Betrachtung von oben, wenn wir drei Systeme ansehen, die Ex-DDR, jetzt dann Deutschland aktiv, wie es sich politisch mit den Gruppierungen verändert. Nicht immer zum Wohle des Volkes, würde ich jetzt auch sagen. Und wenn ich jetzt die Schweiz sehe als für mich das dritte System, was am demokratischen ist, dann sollten wir immer im Auge behalten, dass wir ein Recht auf Meinungsfreiheit haben, solange es dem Wohle aller dient, dass wir das respektieren und achten, offen, klar und fair kommunizieren. Und erst dann wird es spannend, wenn es Konsequenzen hat. Ich meine, meine Überzeugung und ich dann sozusagen eingeschränkt werde in meiner Freiheit zu leben, so wie damals mit Gefängnis, mit Jobrestriktionen oder mit Entzug der Kindererziehung, dass Kinder ins Heim gekommen sind. Oder wenn wir jetzt aktiv in den Krieg schauen, wir waren damals im Kalten Krieg, dann kommen Menschen ins Gefängnis, sie werden teilweise gefoltert, wir bekommen das nicht mit, wir haben keinen Einblick. Manchmal sterben Menschen auch aus unterschiedlichen Gründen, die wir gar nicht mehr nachvollziehen können. Soweit ist es ja alles nicht. Und wenn man das in einer Verhältnismäßigkeit sieht, muss man irgendwo noch mit den Beinen auf dem Boden bleiben, finde ich. Jetzt bist du ja auch Coach und coachst Menschen. Wie würdest du unsere Politiker coachen? Hier wurden schon so viele positive Sachen gesagt. Kommunikation ist natürlich als Coach Mindset, Ausrichtung, positiv, positiv. Eben das Wohl aller soll hier bedacht werden. Meinung darf man haben, die muss man respektieren. Das ist klar, es gibt unterschiedliche Lager. Wir haben die Diversität, wir haben Polarisierung mehr als je zuvor. Das wird ganz sicherlich in der Entwicklung mehr. Aber ich habe auch die Yoga-Geschichte gehört, fand das sehr schön. Hier geht es darum, dass wir am Ende ja eins sein wollen. Ja, so wir dürfen alle unsere Meinung haben. Am Ende muss man wieder irgendwo eine Basis finden und so miteinander kommunizieren. Sehr schön wurde hier gesagt, achtsam, klar, ehrlich, offen, habe ich so Worte gehört, in der Vorbildwirkung auch, in seinem Wirken, in seiner Überzeugung, so das Vertrauen.
also geschaffen wird, dass wir als Gemeinschaft im Leben noch zusammen funktionieren. Am Ende geht es ja darum, dass wir in der Gemeinschaft zusammenhalten. Wir haben ja nur dieses eine Leben und diese eine Welt, wenn man das mal so sagen darf. Und wir haben hier unsere Systeme, in denen wir leben, für die wir uns entscheiden, drin zu bleiben oder rauszugehen. So wie ich bin zweimal aus einem System rausgegangen, um für mich die demokratischste Situation, die ich je erlebt habe, zu haben. Wenn wir aber versuchen, achtsam miteinander, fair vor allen Dingen und respektvoll, wertfrei, soweit das eben geht und zum Wohle der Menschen bleibt, kommunizieren, dann haben wir, glaube ich, sehr viel erreicht. Der Ton macht die Musik, das war schon früher so bei allem. Und wenn wir ein bisschen auf den Ton achten, uns nicht angreifen, unfair werden oder, sage ich mal, Situationen ausspielen, die dann ungerechtfertigt sind und ja eigentlich nicht mehr das treffen, was ursprünglich gesagt oder getan worden ist, dann finde ich das nicht mehr gut. Danke. Herr Nockemann, können Sie sich vorstellen, dass Sie an Ihrer Kommunikationstechnik etwas ändern? Also ich hörte gerade den Vorschlag, wir sollten wertfrei diskutieren. Das gibt es in der Politik überhaupt nicht. Wir haben unsere Werte und diese Werte vertreten wir auch ganz offensiv nach außen. Und diese Werte sind Freiheit und echte liberale Demokratie, wie wir sie in Deutschland vor 20 Jahren mal gehabt haben. Und niemand hat jemals von Hamburger AfD behauptet, dass man sich irgendwo in Richtung DDR bewegt, sondern wir haben gesagt, es gibt Zulieferungen. Ja, aber wir sind aber jetzt hier bei der Hamburger AfD. Und es geht darum, dass es eine zunehmende Versuchung gibt, beispielsweise seitens Herrn Haldenwang, der ja auch von Staatsrechtlern massiv kritisiert worden ist, übergriffig zu werden. Das heißt, sich auch in die innersten Lebensbereiche des Menschen, des Bürgers einzumischen. Und da müssen wir gegen kämpfen, gegen diesen übergriffigen Staat, der zunehmend auch autoritäre Entwicklung zeitigt, insbesondere in Form von Frau Faeser. Das haben Sie aber meine Frage nicht beantwortet. Können Sie sich vorstellen, in der Bürgerschaft anders zu kommunizieren? Ich bin der Letzte, der sagt, dass ich nicht auch Fehler habe. Ja? Das sagt jeder Mensch, ich bin jetzt 66 und ich habe eine Reihe von Erfahrungen, persönlichen Erfahrungen, politischen Erfahrungen. Ich darf Ihnen hier aber mit gutem Gewissen sagen, ich stelle Argumente in den Vordergrund. Und diese Argumente werden natürlich durch gewisse Adjektive natürlich auch verstärkt, so wie es in der Politik auch ist. Und wenn mich, wie das in der Regel der Fall ist, wenn mich Äußerungen von anderen Kollegen erreichen, die uns als Rechtsextremisten, als Faschisten darstellen, dann werde ich jetzt nicht die Hände in den Schoß legen und zum lieben Gott beten, sondern dann gibt es auch eine entsprechende Antwort. Wenn ich meinerseits gewisse Thesen, Themen entwickeln soll, dürfen Sie versichert sein, dass ich sachliche Argumente bringe. Auch sehr freundlich, auch sehr friedlich. Das ist meine innerste Natur. Aber wer immer nur friedlich ist, der gehört irgendwann zu den Dummen. Auch wenn es ums Thema Migration geht? Das Thema Migration ist doch völlig klar. Wir haben gesetzliche Grundlagen. Können Sie sich da vorstellen, Ihre oft, ja, Sie haben mir das auch so gesagt, ich habe meine Argumente. Oft populistisch agierende Kommunikation künftig zu überdenken? Gnädige Frau, wo ist es populistisch, wenn ich sage, die Gesetze müssen angewendet werden? Wir haben 300.000 vollziehbar ausreisepflichtige Ausländer. Ich sage nichts anderes, als dass die auch entsprechend abgeschoben werden müssen. Mehr sage ich doch gar nicht. Das steht so im Gesetz. Und dieses Gesetz ist produziert worden vom Bundestag, vom Parlament. Das heißt, ich fordere nur, dass das umgesetzt wird, was der deutsche Gesetzgeber formuliert hat. Herr Abbasi, Sie wollten was sagen. Das stimmt so nicht, was Sie hier jetzt sagen, sondern in der Bürgerschaft haben wir Sie immer wieder erlebt, dass Sie von DDR-Verhältnissen gesprochen haben, ob Sie persönlich gesprochen haben oder nicht, aber Ihre Abgeordnete, Ihre Fraktion, Herr Wolf, Frau Petersen, die bekannt ist, die Russlands Freundin ist, das können wir uns gerne die Reden mal angucken, das haben Sie immer wieder mal gesagt. Aber es geht ja darum, wenn wir über Thema Migration reden, warum reden Sie immer negativ über Thema Migration? Stellen Sie mal vor, diese Gesellschaft, wie würde das dann aussehen, wenn wir die Migration nicht hätten? Wie sieht es auf dem Arbeitsmarkt aus? Wie sieht es im Bereich der Wirtschaft aus? Wie sieht es insgesamt im Zusammenleben aus? Wir sind eine diverse Gesellschaft. Das müssen wir erstens akzeptieren. Das heißt aber nicht, dass wir im Bereich der Migration, irreguläre Migration reduzieren sollen. Also die Realität ist nicht nur schwarz und weiß.
Aber sie, bei ihnen ist das Wert entweder schwarz oder weiß. Aber es gibt noch diese Schattierung, es gibt noch diese Grautöne. Damit möchten sie sich nicht beschäftigen. Fakt ist es aber auch, dass Migration ein Gewinn für diese Gesellschaft ist. Aus demografischen Gründen, aus wirtschaftlichen Gründen. Wirtschaftsinstitute, alle wissenschaftlichen Institute sagen, wir brauchen jährlich 400.000 bis 500.000 Nettozuwanderung von Arbeits- und Fachkräften. Wenn Sie so argumentieren, Sie nennen sich immer Patriot, Sie sind noch nicht mal Patriot, sondern Sie sind ein Sicherheitsrisiko für diesen Wirtschaftsstandort. Jetzt werden Sie persönlich. Jetzt werden Sie persönlich. Also Sie haben absolut einen Punkt. Alle renommierten Ökonomen in Deutschland sagen, dass wir die Zuwanderung brauchen und sagen auch, die AfD ist eine Gefahr für Deutschland. Ja, das haben wir jetzt von mehreren, ob das der Hüter, ob das Russwurm, BDI-Präsident ist, Moritz Krämer, der letzte Woche hier sagt, Bundesbankpräsident. Das muss nichts Neues für Sie sein. Wie oft, Herr Abbaci, habe ich in der Bürgerschaft gesagt, ich bin froh, dass wir diese langaufhältigen, integrierten Migranten haben, die uns zum großen Teil auch sehr nahe stehen. Das wissen Sie auch, das ist auch Ihre große Sorge. Und da haben Sie mir immer gesagt, Sie reden ja hier Dinge, die Sie überhaupt nicht vertreten können. Natürlich haben wir das häufig gesagt. Und jedes Mal, wenn wir eine ausländerrechtliche Debatte haben, dann bin ich derjenige, der sagt, wir freuen uns über die vielen gut integrierten Migranten in Deutschland. Und das hat auch Dr. Wolf mal gesagt. Und das hat auch, ja, wenn Sie es nicht hören, dann wollen Sie es vielleicht nicht hören. Schauen Sie sich, ich lege es Ihnen hier auf den Tisch. Innerhalb der nächsten Woche bringe ich die Protokolle davon. Ja? Nein, das kann ich mir nicht sparen. Das ist einfach die Tatsache. Tatsachen. Ja, weil es hier allein, so einseitig so dargestellt. Also ja, Entschuldigung, Sie sind drei Leute, die hier gegen mich argumentieren. Da muss man sich schon ein bisschen verteidigen. Wir und die anderen. Ja, das ist immer genau, es ist dieses Opfer-Narrativ. Wir und die anderen. Ich würde gerne noch eine Sache sagen, bitte. Immer das Gleiche. Er macht denn die ganze Zeit Vorwürfe. Frau Treuntwels, Sie wollen noch. Bitte einmal, wir wollen ja hier, wie ich höre und was ich auch verstanden habe, jetzt keine Sachpolitik ausführen. Dennoch möchte ich jetzt mal eben einmal ganz kurz unterscheiden zwischen Migration und Einwanderung. Das finde ich, sollten wir schon trennen voneinander, denn da müssen wir auch trennen. Wir dürfen, und das sage ich übrigens auch immer wieder, diese Debatte nicht der AfD und überhaupt nicht den Rändern überlassen. Das haben wir immer gesagt. Das muss aus der Mitte heraus geregelt sein. Und solange die Mitte das lange Zeit lang, würde ich mal sagen, in gewisser Weise vernachlässigt hat, ja, ist es natürlich so, da hat sich da die AfD einfach mal gefreut, dass sie, bingo, das ist hier unser Thema, da gehen wir jetzt mal richtig ran. Und dann ist das schon so, dass sie fast aus jeder Debatte, ob das jetzt Schuldebatten waren oder ganz egal, schuld waren auf jeden Fall immer die Ausländer, und da wird eben niemals differenziert. Zuwanderung ist das, was wir, das sehe ich ja sowas von genauso dringend hier brauchen, und nicht nur wirtschaftlich, sondern auch, um das bereichert auch unsere Gesellschaft. Also ich sehe das wirklich anders, glaube ich, als Sie. Ich möchte aber schon mal, dass wir auch illegale Migration, und das habe ich übrigens auch immer gesagt, übrigens immer auch mit dem Schlenk, überlassen wir es hier bitte nicht rechts, sondern beschäftigen wir uns jetzt mal hier aus der Mitte der Gesellschaft damit, da müssen wir einen Riegel vorschieben, weil ich genau es eben nicht mischen möchte, weil ich genau möchte, dass wir diese Themen aus der Mitte heraus regeln. Und wir sind dafür da, dass wir die Probleme der Bürger lösen, so gut wir das können. Die einen können es mehr, die anderen können es ein bisschen weniger. Ich will auch gar nicht sagen, dass wir es am allerbesten können, aber man muss sich immer wieder bemühen, das zu tun. Und wir sind im Grunde auch Dienstleister für die Bürger. Und deswegen ist es doch einfach Quatsch, wenn man sich dann nur in Ideologiedebatten verstrickt und nichts vorwärts, nichts zurückgeht. Also das ist meine ganz pragmatische Einstellung zu diesem Thema. Ich bin nicht der Rand. Und zweitens habe ich auch gesagt, wer Zuwanderung braucht, wo wir qualifizierte Zuwanderung brauchen, müssen wir uns die holen, beispielsweise durch Anwerbung. Das kann man natürlich machen über das Auswärtige Amt, über die deutschen Auslandsvertretungen. Da, wo qualifizierte Menschen sind, das Fachkräfteeinwanderungsgesetz geht doch völlig an der Realität vorbei. Ich muss jetzt hier an der Stelle, Herr Nockemann, unterbrechen. Wir wollten ja friedlich und freundlich miteinander sprechen. Und es geht um das Thema Kommunikation. Diese einzelnen Politikfelder, das können wir alles einzeln noch mal diskutieren. Da sind Sie auch gerne immer wieder eingeladen. Vielen Dank für diese Runde.
Wir müssen zum Ende kommen. Vielen Dank, dass Sie da waren. Wir hatten im Übrigen auch Katharina Fegebank angefragt von den Grünen. Das hat leider nicht geklappt. Da gibt es wohl irgendeine Ausschusssitzung heute. Aber das vielleicht nochmal, um zu vervollständigen, auch die Grünen waren für diese Diskussion heute angefragt. Ich verabschiede mich bei Ihnen, sage nochmal Dankeschön an alle, dass Sie da waren und bis zum nächsten Mal. Tschüss.